Truppen rekrutieren. Zack, 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 zack. Wir nehmen uns eher Truppen, also die schwachen Truppen. Und, also schwachen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die werden richtig gefährliche Reiter irgendwann. So. Entsende die Truppen mit den Nomaden hier. Sieg, wir haben 2 verloren, 2 Verletzte. Wir haben ein paar gefangen genommen. Neue kaiserliche Infanteristen. Und jetzt hier. Wir können Upgrade auf Kusaid. Wie kann man das denn sehen? Hier, genau. Es gibt diese berittenen Bogenschützen, Lanzenträger. Es gibt die schweren, es gibt die Scharfschützen quasi, es gibt die Speerwerfer. Ich würde direkt auf entweder Lanzenträger oder berittener Bogenschütze gehen. Ich glaube, das sind so die liebsten. Also, ich kann nur 2 auf Pferde holen. Wir brauchen Pferde. Wir brauchen dringend Pferde. So. Aber wir haben schon mal was. Wir können ja hier erstmal nachfragen. Habt ihr Pferde? Nein. Aber sie haben Getreide. Ich muss ein bisschen was mitnehmen. Die haben auch keine Pferde. Aber sie haben Truppen. Unter Umständen. Ich werde jetzt stärker nochmal auf die, auf solche Truppen eingehen jetzt. Also die, die wir jetzt gefunden haben. Also ein paar Reiter. Wir werden uns halt mal eine gute Reiterstaffel zusammensetzen. So. Die berühmten Kusaid-Reiter. Und jetzt können wir uns auch normale Truppen holen. Ich wollte eigentlich auch. Perfekt, 6 Leute. Ich wollte noch wo ganz anders Truppen holen, nämlich. Ja, wobei Hosenfulk. Eigentlich wollte ich hier im. In der Gegend. Wir können ja mal. Warte mal, wir können ja mal gucken. Wir gehen mal kurz auf die Enzyklopädie. Wir haben jetzt gerade hier Einheiten. Vlandia. Das sind vlandischer Champion, das wollte ich nicht. Anfänger-Wildschweine. Okay, gut. Hier gibt es dann noch so Bogenschützen. Wo sind denn so normale vlandische Knappen? Also vlandianische. Da kommen halt auch wirklich gute Bannerritter zusammen, okay. Fußsoldaten. Ah, genau, die Rekruten. Ein krasser Unteroffizier, okay. Eine Vorhut. Und die haben diese Scharfschützen, die sollen verdammt gut sein. Ein Landsknecht, ein Vulgier. Okay, weil wir haben. Kaiserreich, ne? Wir haben ja unser Eidbewahrer. Gut, krass. Ist auch noch. Castor berittene Plünderer. Das sind ja die Sperrmilizen, die sind. Ja, so, so, so. Genau, bei uns ist es so, wir können ja hier diese, diese Speerwerfer und sowas holen. Die sind halt so Mitte, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier diese Lanzenträger, die Reiter sind hier mega krass. Batanien, was ist Batanien? Die haben ein batanischer Freiwilliger. Okay, das ist ein berittener Plünderer. Das ist ein Wilderer. Und die sind schon ganz gut. Und das ist ein batanischer Verschworener. Krass. Die sollen dann, die werden wahrscheinlich nochmal krasser sein. Ansonsten ist hier nichts. Die Aserei. Die Aserei haben, fangen auch mit Rekruten an. Die können zur Palastwache werden mit schweren Action. Die können zur Veteran-Infanterie werden, zur richtigen Aserei-Meisterbogenschützen oder zur Kavallerie. Okay, aber da lobe ich mir eher die hier, die ich hier habe. Batania, Kaiserreich, Sturgia. Sturgia habe ich noch gar nicht, ne? Genau. Die haben dann so Linienbrecher. Oh, die Sturgia. Oh, so ein Axtkrieger hätte ich gerne. Also Sturgia, die wollte ich nämlich mir eigentlich holen. Die Wacken gibt es hier nicht. Die Dashi. Aber Vlandia, Sturgia, Kusaid, Kaiserreich,
Batanien und Azarai. Also, ich wollte, wie gesagt, die Sturgia und die Vlandia haben. Das sind so, die Sturgia sind so ein bisschen die russischen Krieger, habe ich das Gefühl. Und die Vlandia sind so, das ist eine Karawanwache, das sind so die, ja, also der vlandische Unteroffizier, das ist das, was ich will. So ein Dudi-Dude haben, der dann hier erstmal richtig schön mit seinem Schild und seinem, allem was er hat, einmal, ne? Also Vlandien gefällt mir von den Truppen halt mehr, ne? Das ist halt so der Punkt. Also wir haben jetzt hier, wie viele Nomaden haben wir denn jetzt? Wir haben 30. 30 Nomaden. Also die würde ich halt echt gerne ein bisschen da ausbilden. Und dann würde ich jetzt echt mit den Sturgien ein bisschen aufrüsten, weil, ja, die wären mal nicht schlecht. Zum Beispiel die Steppenbanditen würde ich gerne holen. Oder so. Aber die reiten ja alle weg, gerade noch von uns. Vlandien ist das, also das da hinten müssten die Vlandia sein, wenn ich mich recht erinnere. So ein bisschen das England, so ein bisschen, ne? Ja, Vlandien. Den wollte ich mich eigentlich am Anfang also, ne? Das war das erste Reich, wo ich eigentlich hin wollte. Und je länger ich drüber nachdenke, desto eher will ich da wahrscheinlich auch wieder hin. Ja. Also die, wie gesagt, ich mag dieses ritterliche Britannische auch schon, ne? Also es hat ja so ein bisschen was von Großbritannien. Das finde ich so schön. Deswegen wollte ich da eigentlich ein bisschen. Aber jetzt sind halt die Batania dazwischen und das ist nicht so toll. Aber das kriegen wir alles irgendwie hin. Ach guck mal, hier sind Pferde. Nicht Truppen, sondern Handel. Und die haben hier ein Pferd. Pferd. Ich weiß nicht, ob das geht. Also wenn wir zwei machen können, dann wissen wir es Bescheid, dann gehen beide. Die kosten halt aber auch. Jo, können wir zwei machen. Infanteristen. Rekruten. Abfahrt. So. Also, wie machen wir das denn jetzt am klügsten? Ich würde gerne, wie gesagt, nach Vlandien. Oh Gott. Wir kommen nicht außer durch Feindsgebiet jetzt. Dann sollte ich versuchen, hier erstmal ein bisschen, ja, so die Truppen einerseits zu leveln, andererseits auch ein paar, zum Beispiel Gebirgsbanditen zu holen. Sind auch relativ lahm tatsächlich. Und wenn wir hier vielleicht so die ein oder andere Truppe dann noch holen können. Ja, die sind halt jetzt noch immer zu schnell für uns. Deswegen jag ich jetzt halt eher die Truppen. Boah, Junge. Wieder diese ganze Verfolgungsjagd über die Steppe und so. Wir hatten so gute Einheiten, Alter. Alle weg. Oh. Und es wird dadurch eine neue Abstimmung geben, oder was? Netter Versuch. Ergib dich oder sterbe. Wir senden die Truppen, wir reißen die so in Stücke. Jetzt haben wir verloren, Kusaid-Nomaden, das ist ja noch okay. Und wir bekommen ein bisschen Zeug. Ein bisschen Ansehen und ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Sehr schön. Das Problem ist, wir sind jetzt mit dem nördlichen Kaiserreich wieder im Krieg. Und wir werden halt jetzt echt gefressen. Auf Dauer.
das gefällt mir gar nicht. Hertogea, da werde ich natürlich jetzt erstmal hinreisen müssen, aber... Ach, das gefällt mir gar nicht gerade. Alles, was um uns herum passiert gerade. Na, so viel Geld haben sie auch nicht. Wenn ich dadurch zumindest für die nächsten Male das Geld für meine Truppen habe. Vielleicht schließen wir uns echt Garius Armee an. Also, ich glaube, das wäre kein Fehler. Ich würde gerne so ein paar auch hier die überfallen und so, aber... Ja komm, wir schließen uns unseren Lehnsherrn an. Armee beitreten. 580, das ist schon mal besser. Attaconia. Wir holen uns Attaconia, die Festung Attaconia. Wenn die gleich mit 1000 kommen, dann kommen die halt mit 1000, ne? Also, das ist halt so unser Problem. Dann bekommen wir hier einmal auf den Sack und dann ist vorbei. Wir müssen halt irgendwie kämpfen. Ich bin... Ah, sehr gut. Ich habe Punkte bekommen für... Oh. Hab gerade getrunken. Also jetzt findet hier doch nochmal eine Schlacht woanders statt. In Amathys. Amitatis. Ach du Scheiße. Ihr wollt doch nicht etwa... Ihr seid doch komplett bekloppt, oder? Wir werden so heftig drauf gehen. Ich zieh mal ab. Wenn ich jetzt weiß, dass die Truppe da ist, kann ich nämlich was anderes erobern. Oder zumindest belagern. Am besten wäre mir ein Pferdehof. Oh ja. Yeah. Hier im Pferdehof irgendwo. Unser Essen geht nicht so nahe. Oh, wir haben mit den Bataniern Frieden. Ist ja nicht dein Ernst. Ja, dann müssen wir uns irgendwie Essen holen. Hier. Was? Oh, die Schlacht verlieren sie aber hart. Ich kann mit meinen Leuten halt echt nichts machen. Also, das Einzige, was ich machen kann, ist einfach jetzt abhauen. Aber ich könnte jetzt ganz in den Norden. Was ich jetzt auch machen werde. Drei Teufelsnamen, ich würde da jetzt erstmal abhauen. Wenn wir mit den Bataniern endlich Frieden haben. Alter, das ist ja hier alles im Krieg. Wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir uns selber so aufbessern, dass wir die ein oder anderen dann halt auch echt wegsnacken können. Weil ihr seht ja, wie es im Moment abgeht bei uns hier. Kusaid Reiter. Warte, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ich würde gerne die Lanzenträger. Das sind dann die Lanzen, leichten Lanzenträger. Die haben auch ein Schwert, ne? Ein feiner Stahlsäbel. Schwerer Kusaid. Berittener Bogenschütze. Ich glaube, ich würde die machen. Das kann ich ja nicht machen. Und das bedeutet, dass wir hier eine Linie bilden werden. Sehr schön. Wir hauen einfach ab erstmal. Weil wenn ihr euch das halt anguckt, das ist halt echt kein Spaß mehr gerade. Wir werden hier einfach, alle werden hier hingerichtet wie sonst was und ja.
wir müssen uns halt echt was überlegen. Weil mit denen ist kein Krieg zu gewinnen. Wir sind halt mitten auf der Karte. Die werden richtig hässlich behandelt gerade. Ja. Punkt. Und das ist nicht schön. Ah, da bekommen wir sie. Dann sind die Truppen Abfahrt. Oh, wir haben zwei verloren. Krass. So. Okay. Wir haben halt ein ewig. Was? Oh. Also es wird jetzt immer mehr ein reines Durcheinander werden. Ich setze meinen Einfluss nicht ein dafür. Sollen die entscheiden. Oh, da vorne kommen Marvian schon. Ja, das Problem ist halt nur, wenn ich jetzt hier mit den Sturgiern, also mit den Sturgiern bin ich ja gut, aber wenn die jetzt Krieg anfangen, dann, oh, dann ist nicht so geil. Oxhall. Ja, das sind Vlandia. Alles gut. Weil das sind. Die werden doch dann. Ja. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Das werden unsere schweren Truppen werden. Eigentlich müsste ich die ganzen Soldaten unten zu. Die wir jetzt die ganze Zeit unten gesammelt haben. Bei uns zu. Na. Sag mir, zu Bogenschützen machen. Ich frag mich, wer die besten Bogenschützen übrigens hat. Jetzt haben wir eine gute Gruppe nochmal Sturgier mitgenommen. Hier haben wir Infanteristen. Hier haben wir die Nomaden. Und die Stammeskrieger jetzt mittlerweile. Hier sind unsere kaiserlichen Rekruten, Maden und die vlandischen Rekruten. So. Ist noch kein Meisterbogenschütze, oder? Es ist einfach ein berittener Bogenschütze, aber die sind schon geil genug. So. Ich würde den Rest zu Bogenschützen machen. Ich glaube, die Bogenschützen sind hier ganz okay. Und ich würde denen, glaube ich, auch eine Armbrust mitgeben. Hier, kaiserlicher. Genau, kaiserlicher Unteroffizier Armbrustschütze. Und dann haben wir da noch ein Unteroffizier für den Nahkampf. Und dann sollten wir eigentlich auch ganz gut wegkommen. Ah, hier, die Truppen schon, ja. Ich würde gerne den Herren von Pravent auch kennenlernen. Das Königreich hier. Waren wir hier schon mal in einer Stadt? Ich glaube nicht, ne? Wir können ja mal uns das anschauen. Das sieht halt einfach aus wie eine feudale Stadt wahrscheinlich. Guckt euch das mal an. Oh, so. So richtig schön. Nicht römisch, hier nichts, sondern wirklich so, wie man sich eine Mittelalterstadt vorstellt. Ja gut, Byzanz war jetzt auch eine Mittelalterstadt. Ah, ist auch ein anderes Thema. Guckt euch das mal an, Alter. So stelle ich mir die Städte hier vor. Etwas anders, aber so, also etwas anders als bei uns. Ja. Ja, ja. Gut, müssen wir mal gucken. Vielleicht wechseln wir irgendwann mal die Seiten. So. Abfahrt. Wir müssen noch mal gucken, dass wir hier ein bisschen die Leute rankriegen. Gerade auch diese ganzen Banditen und so. Problem ist dann halt nur, dass die Kusaid halt auf der ganz anderen Seite sind, ne?
Rudi. Abfahrt. Keiner gestorben, alle getötet. So. Gut Zeug bekommen. Ah, hier vielleicht. Genau. Zu was machen wir die jetzt? Unteroffizieren. Das ist das, was ich wollte. Zu Fußsoldaten dann. So, die hier, die kommen. Da sind die Legionäre. Infanteristen. Ja, kaiserliche Truppen. Perfekt. Es wird so langsam, es wird so langsam. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt demnächst mal Pferde bekommen. So einen Haufen Pferde. Die wir halt echt mal, also auch wenn es nur ein paar Maulesel oder sowas sind. Einfach nur, damit wir irgendwo hinreiten können. Guck mal, die haben zum Beispiel kaum Pferde, wie es mir scheint. Krass. Die haben es ja nicht so mit Pferden. Ich könnte jetzt langsam mal zu mir rüber, in das alte Gebiet. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja, 220. Also, aber jetzt erstmal, wie gesagt, solange das Reich noch lebt, wir versuchen ja treu zu sein. Wir haben genug Sturge, wir haben genug andere Truppen. Ja. Das kriegen wir alles wie. Da vorne ist ein Plünderer. Oh, da vorne sind Truppen, die uns gar nicht mögen. Die Sturgier, die sind ja in der Richtung, glaube ich, ne? Da müssen wir halt auch gucken, dass wir uns unserem Kollegen hier anschließen. Ach, guck mal. Kaladox Armee. Habt ihr ein Problem? Nur weil ihr es seid. Zack. Oh, wir haben drei verloren. Was war's? Kusit-Nomaden. Oh. Unsere Nomaden sind draufgegangen. Nicht so geil. Aber wir können ja immer noch mal, ne? Ab zu denen hier. Handeln. Die haben Pferde. Perfekt. Wir handeln uns mal doof und dämlich hier. Oh ja, das gibt gut Gold. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier batanische Ponys bekommen. Ein paar. Oh, das ist ein bisschen viel. Du bekommst. Ich muss gerade nämlich gucken. Oh, und wir hungern. Das ist ja Wahnsinn. Wir holen erstmal hier so ein bisschen Salz, Häute, Töpferwaren, Flachs. Eisenerz kann ich nicht essen. Oder war das von mir noch? Oh, okay. Wo ist denn die? Ach, da hinten. Fenner und Trün. Handeln. Oh. Alles weg, weghandeln. Die Leute kommen auch hoffentlich gleich wieder. Wir sind ein bisschen schneller. So. Entsende meine Truppen. Abfahrt. Wir müssen jetzt irgendwie wieder recht schnell an Gold kommen. Hertogea, da wären wir in unserem eigenen Reich wieder. Oh ja. Perfekt. Steppenbanditen. Die haben Pferde. Wenn wir die erreichen würden. Die haben die Angewohnheit, immer zu fliehen wie die. Wie sonst was. Huch. Ja, jetzt sind die halt weg. Oder warten da oben. Ich glaube, wir müssen echt ein paar Aufträge mal wieder machen. Das wird sonst jetzt sehr haarig. So.
Ah, hallo, ich werde sogar freundlich begrüßt. Schön. Keiner hat einen Auftrag für mich. Das ist ja wunderbarlich. Es ist ja schön, dass ich hergekommen bin. Das sind Steppenbanditen. Mehr. Aber gut. Die haben keinen Bock auf uns. Oh, jetzt müssen wir Aufträge suchen. Das klappt man gar nicht. Kein Auftrag. Tja. Und was soll ich denn sonst machen, wenn ich nichts habe? Kein Auftrag. Das kannst du doch keinem erzählen. Wenn ich die Leute nicht bezahlen kann, bin ich am Arsch. Ah, die Hyäne wurde hier gesehen. Ah, da hat einer einen Auftrag für mich. Schnellgespräch. Ich bin Theophilnerd. Und wer seid ihr? Ich bin Theophilnerd. Dinge haben sich in letzter Zeit Robben auf den Straßen deutlich verstärkt. Meine Karawanen werden geplündert. Fort. Aber ich fürchte, geplündert wird, bevor Gewinn erzielen kann. Deshalb guten Kämpfern. Keine Sorge, ich werde die Karawane begleiten. Und ich werde auch leider 5 Pferde verkaufen müssen. Bis wir Geld haben. Oh nein, 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 nein. Oh. Folgt der Karawane. Sehr schön. Okay. Karawane helfen. Wir kämpfen an der Seite unserer Leute. Soldiers! Soldiers? Move! Moving! Get moving! Soldiers! Mounted archers! Footmen! Nein. Footmen! I'll lead! Horsebowmen! On my flank! Kommt mit. Wir versuchen uns natürlich jetzt zu treffen. Jetzt ist es natürlich ganz anders hier. Batz-Treffer. Jawollo. Infantry! Get them! Stürmt sie. Treffer. Oh ja. Ihr schafft das. Ja. Oh, Gesetzloser hat Nomaden und einen Reiter. Sehr schön. Boah. Nein. Na, komm. Jetzt. Danke. Nein. Oh, Mann, das mit dem vom Pferd aus ist echt nicht einfach. Treffer. Der ist weg. Sehr schön. Wir haben 5. Die haben 2 Leute verloren. Wir haben einen Nomaden und einen Reiter. Das ist ja der Wahnsinn. Wie die uns anscheinend niedergemacht haben hier. 14 Gesetzlose haben wir eingeknastet. Sehr schön. Und wir haben ein paar Lastpferde bekommen. Sehr schön. Wir haben ein Level bekommen. Stangenwaffen. Stangenwaffenschaden, der mehr als hat eine Chance, Reiter vom. Kavallerie vom Reiter zu werden. Bonus auf Umstoß und Gegner mit vollen Stoßangriff mit Stangenwaffen wird die Rekrutierung von Milizen um 1. Oh. Ich nehme aber das obere. Und ich würde gerne auf Verwalter gehen. So. Jetzt eskortieren wir aber nochmal die Karawane weiter.